Fange ich jetzt an zu reden? Ich gehe einfach mal, okay? Also, ich lege einfach mal los, okay? Hallo! Es ist jetzt etwa, 3 Jahre her, seit Neppy in meine Dimension gekommen ist, glaube ich. Noah hat ihre eigene Nation gegründet und arbeitet so hart, sie super cool zu machen. Aber wegen ihr sind Lois Shares geradezu aufgeteilt worden und die Hefcon Splat, ne, Splat, mein Drücken, ne? Also zusammendrücken, also sind weniger geworden, ne? Lois Shares sind weniger geworden, die zwei Nationen sind keine Freunde. Oh, Planetune ist so wie immer. Das ist meine letzte Moderationskarte. Also, habe ich es gut gemacht, Neppy? Du bist keine gute Erzählerin. Nein, nein. Ah, ich habe mich so angestrengt. Und mit dem machen wir jetzt einfach weiter. Also es ist jetzt wirklich... es ist jetzt wirklich 3 Jahre her, dass Neptune in diese Welt gekommen ist, in diese Dimension. 3 verdammte Jahre, echt jetzt. Das ist nämlich eine Menge Zeit. Aber gut. Währenddessen im Lois Basilikum. Pardon me, Lady Blonde. I have compiled my report. Oh, good work. If I could give it a quick summary... It would seem Last Station is in a state of exponential growth. It would be accurate to call it a true explosion of activity. That much, huh? Indeed. Those outside of Louis who showed no interest in CPUs or games are migrating there. Which would not be an issue were that the only outcome. But... It's fine. Just say it. Yes. Well... A not insignificant number of Louisians have chosen to move to Last Station as well. Ich bin gerade am überlegen, ob ich eine bestimmte Sache ansprechen soll. Das machen wir gleich. It may have been rash for us to approve free immigration into and out of our nation. Whatever. People had been whining about only being able to play our games while living here. Until recently, Louis was the only CPU-led nation on this continent. Only we could give them peace of mind. Since we are no longer alone, the people seek a new paradise. Faith is such a fickle concept. Do you not intend to take action, Lady Blonde? I wish you would show some sign of concern. Should this trend continue, we will lose Louis' long-standing superior position for good. Minister. Yes, Lady Blonde. No matter your command, I shall obey without question. Shut up. You talk too much. Wow. My pardons. But if you just review the report I compiled, you will understand my worries. With that said, excuse me. Not like I'm sitting around doing nothing. Not like I don't plan to do something about it. Also was ich sagen wollte ist, aber nehmt das nicht auf die harte Schulter. Ich habe das auch nur irgendwann mal so mitgekriegt. Und zwar diese Dimension ist quasi, also soll spielen zwischen den 80ern und Ende der 90ern. Das heißt, die Konsolen, auf der das alles beruhen ist, Blanc ist quasi der Famicom oder Super Nintendo Entertainment, also Nintendo Entertainment System. Und Noir mit ihrem grauen Design ist quasi die PS1, also die PSX, besser gesagt. Und dass die Leute von Loe, also quasi Nintendo, rübergehen zu Last Station, also Sony,
ist das, was auch wirklich passiert ist, als die PlayStation damals rauskam. Das war einer der großen Einschnitte in der Geschichte von Nintendo. Und was Planetune angeht, Planetune ist ja Sega. Und Sega und Nintendo haben ja quasi koexistiert, indirekt. Also, das fand ich nämlich ziemlich gut gemacht eigentlich, dass das so in Szene gestellt wurde in diesem Teil. So, yeah, wenn man sich das mal so im Hinterkopf behält. Also, währenddessen in Planetunes Basilikum. Diese ganzen Herzen. Es ist ein strahlend heller Sonnentag draußen. Es ist sogar hier drin so richtig, richtig awesome. Aha, wenn es so warm ist, habe ich richtig Lust, ein Nickerchen zu machen. Das kenne ich. Sei nicht albern, du bist schläfrig, ganz egal wie das Wetter ist, Silly Pants. Na, ah. Ich weiß, dass du auch schläfrig bist. Ich kann es nicht verbergen, das Wetter ist einfach perfekt, um einfach rumzuliegen und sich baumeln zu lassen. Ich stimme zu. Lass uns ein richtig langes Nickerchen machen. Sie fällt sofort in ein Schlafkoma. Die sind einfach weggepennt. Warum im Namen vom Game Industry seid ihr beiden gerade jetzt am Schlafen? Ah, mein Wecker klingelt. Das war so gemein, Isti. Schrei hier nicht rum, wenn Leute ein Nickerchen machen. Ich schreie, weil diese Nation hier zwei CPUs hat, die nichts tun, außer den ganzen Tag rumzuliegen. Ihr müsst einfach anfangen, endlich richtig arbeiten zu gehen. Ich weiß, aber schon mal da draußen, das Wetter ist viel zu toll für so einen Stoff. Zu schlafen ist die einzig beste Möglichkeit. Fällt wieder in ein Schlafkoma. Schlaf nicht ein, wenn ich gerade mitten dabei bin, euch auszuschimpfen. Ihr beide solltet losziehen und etwas von Noir lernen. Noir? Ich glaube, wir haben sie wirklich eine Weile nicht gesehen. Sie ist zu beschäftigt. Sie ist eine CPU geworden und hat ihre eigene Nation aufgebaut. Wisst ihr schon? Wie heißt sie nochmal? Blast? Irgendwas? Es hat sich angehört wie Lactation. Oh, Last Rebellion! Last Station! Oh ja, so hieß es. Noah ist so ein Workaholic, hä? Sie kann sich keine Freunde machen, wenn sie ihre Arbeit so sehr liebt. Oh, ist das der Grund? Sie muss einsam sein, so ganz ohne Freunde. Ihre Arbeitsmoral ist, warum sie eine so wundervolle CPU ist. Ihr beide solltet wirklich von ihrem Beispiel lernen. Ach, sei nicht so eine angepisste Mini, ist die. Du bekommst Falten auf deinem winzigen, kleinen, süßen Gesicht. Das stimmt, ist die. Du bist so süß. Schmeicheleien werden euch nirgendwo hinbringen. Last Station hat genug Shares, um eine Gefahr für Loi darzustellen. Und auch wenn Planetune gerade das Zuhause von zwei CPUs ist, wir... Warum lobst du Noah so sehr? Es gibt nichts, was wir dagegen tun können.
Meine Isti hat mir gesagt, ich soll die Füße stillhalten, bis sie einen Weg für mich gefunden hat, nach Hause zu kommen. Naja, das stimmt schon. Aber hier geduldig zu warten, wird auch keinen Unterschied machen zu irgendwas anderem. Sie hat sich seit Jahren nicht bei uns gemeldet. Und wenn wir versuchen, sie anzurufen, reagiert sie. Reagiert nichts. Naja, eine andere Dimension anzurufen ist anders als ein Ferngespräch anzumelden. Mit maximalen Einsatz brauche ich mindestens 3 Tage, um eine Connection aufzubauen. Was soll ich dagegen bitte tun? Mini Isti und meine Isti sind dafür verantwortlich. Es ist ein Doppel-Isti-Fail. Naja, es könnte vielleicht zum Teil wirklich meine Schuld sein, aber das heißt nicht, dass du dich jeden Tag hier hinlegen und Nickerchen machen kannst. Oh Mann, wenn Mini Isti und meine Isti sich jemals besser kennenlernen, dann könnte ich vielleicht richtig hart arbeiten. Aber naja. Oh, Nappy. Sie vibriert vor Wut. Oh Gott. Es ist einfach so nervig, dass Mini Isti so ein altes, mülliges Modell ist, was so schlecht dabei ist, Computer-Dinger zu machen. In meiner Welt wäre Mini Isti weniger beeindruckend als ein Taschenrechner. Oh, was hat sie gemacht? Snap, irgendwas ist gerade gerissen. Oh, was für ein gruseliges Geräusch. Wen nennst du hier Müll? Ich warne dich, das nochmal zu sagen. Durchgeschmorte HDMI-Kabel. Misty hat sich weiterentwickelt zu Pisty. Das war so gemein. Misty hat einen Komplex wegen ihrer geringen Prozessorkraft. Wirklich? Durch Zufall ihre kleinen Räder in Bewegung gesetzt? Du überträgst Du überträgst deine gesamte Schuld auf mich, damit du hier in aller Ruhe rumliegen und den ganzen Tag verpennen kannst. Ist es nicht so? Und du, Blut, hier faulenzt, ohne mir auch nur irgendeine Art von Entschuldigung anzudrehen. Wow, sie ist wirklich böse. Übertreib's bitte nicht, Pisty. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie ihr Kopf wie eine Rakete abhebt. Das ist gerade keine gute Zeit für solche Jokes, Kumpel. Ich werde euch heute nicht mehr nett behandeln. Geht und lernt von Noah. Geht nach Last Station jetzt, und zwar jetzt sofort, und seht euch an, wie eine richtige CPU arbeitet. Mann, Noah ist jetzt unsere Lehrerin? Das verursacht gerade richtig Magenschmerzen bei mir. Ich habe so etwas wie Stolz, verstehst du? Ah, yay, Noah. Es wird lustig sein, sie wiederzusehen. Aber ihre Nation ist so weit weg und ich bin so müde. Ihr redet noch immer solche faulen Sachen? Oh, das ist ein böses Emote.
Charaktere, die dazu erschaffen wurden, niedlich zu sein, sollten nicht solche gruseligen Gesichter auftragen. Ja, ich möchte dich glücklich sehen. Gib uns ein großes Lächeln. Meine Gesichtsausdrücke sind nicht eure Probleme. Nun geht nach Last Station. Jetzt! Wow. Und da rennen sie. Ah, ich bin auf meinen Po gefallen. Ich kann nicht glauben, dass sie uns beide rausgeworfen hat. She's like a tuxedo clad bouncer when she's mad. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe noch nie gesehen, dass Sisti jemals so böse wurde. Nappy, du bist ein Genie, wenn es darum geht, ihre Knöpfe zu drücken. Wirklich? Ich meine, wenn du es so ausdrückst, fühle ich mich irgendwie gut. Aber ist das nicht auch irgendwie teils deine Schuld, Plutipu? Na, ich weiß nicht, was du meinst. Wie auch immer, was wollen wir jetzt machen? Wir wurden rausgeschmissen von Pisti und ich bezweifle, dass wir die nächste Zeit zurückgehen können. Ich möchte ein Nickerchen halten. Warte, ich weiß. Lass uns gehen und Noah besuchen. Und sie fragen, ob wir bei ihr schlafen können. Ah, guter Gedanke. Das ist eine gute Möglichkeit, eine Bestrafung ins umgekehrte Gegenteil zu verdrehen. Ein Nickerchen, schätze ich mal. Noah wird mit uns ein Nickerchen halten. Es wird eine Nickerchen-Party. Hört sich immer besser an. Jetzt, wo wir das geklärt haben, bewegen wir uns in Richtung Last Station. Auf ein gutes Nickerchen. Auf gute Nickerchen. Yay! Wait, what? Müssen wir einen Dungeon durchqueren, um nach Last Station zu kommen? Apparently. Alright. War das da schon hinten? War das da hinten schon immer? Moment mal. Planetune ist das. Wo bitte ist dann zum Beispiel Loey? Das da hinten? Na egal. Oh, hi. Kangaroo! Boing. Jump. I'm a Kangaroo. Fortify Enemies. Nicht, dass ich das benutzen wollen würde. So, die Nap Station ist jetzt für uns verfügbar. So, neue Quests. Premium Jelly, Large Break und Sunflowery. Flowey. Es gibt doch bestimmt jetzt auch... Egal, wo gehen wir zuerst hin? Marvelous, ein Event? Okay, fangen wir erstmal hiermit an. Beep. If the creation was founded. Okay, Cameraman. Alle sind. Okay, aber traurig, dass Noah die Stadt verlassen hat. Basilikum. Hello, I work at the Planet of Basilikum. I don't appear in the story, but I do work here, you know. Cool. This manual. An item plan, huh? Basically, it's a way to get better items than what's available into shops. Dangly? Deku? Oder Deko? Okay, dann gehen wir erst zu Isti. Oh, Plutia. Sie arbeitet nicht, sondern macht nur Schläfchen. Wenn du zurückkommst, werde ich dich auf keinen Fall ins Basilikum lassen. Wow, das ist hart. Plutia? Ich habe noch nie zuvor gesehen, dass Isti so böse werden kann. Okay, fangen wir mal an mit Marvelous. Das Leuchten in Neptuns Augen. Hey, Marvi! Bring mir Ninja Magic bei. Wie immer, Nappy, du sagst die seltsamsten Dinge aus dem Nichts heraus.
Aber du bist der erste Ninja, den wir je in unserem Team hatten. Die erste, habe ich gesagt. Und außerdem hast du diese beeindruckende Oberweite. Ich habe schon gegen viele gekämpft, aber dieses Konzept interessiert mich am meisten. Du kannst Shuriken benutzen, Ninjutsus zaubern und all das, nicht wahr? Natürlich, wir haben solche Dinge in Ninja 101 gelernt. Aber wenn du glaubst, dass das alles ist, um ein Ninja zu sein, dann bist du auf dem Holzweg. Standardkämpfe und Schwerttechniken, but we use plenty of shadow. Aber wir benutzen auch viele Schatten. Ach, Implements. I don't know. Aber wir arbeiten auch ziemlich viel mit dem Schatten. Mit dem Schatten? Keine Implantate. Was? Ach so, Schattenimplantate? Keine Schattenimplantate, Implements. In anderen Worten, versteckte Waffen. Ah, yes, that's it. Die besten Beispiele sind zum Beispiel, wie heißen die nochmal? Blasrohre und, Kettensicheln. Es gibt noch mehr, aber die sind, geheim. Wir schlagen aus dem Schatten versteckt zu. Sammeln Informationen und beschützen unser Herren. Also brauchen wir eine Menge verstecktes Zeug. Also kannst du auch das Katon benutzen, sowas und feuerst so etwas wie ich schmelze dir das Gesicht weg oder das Suiton und das Wasser ist wie ich wasche es davon. Katon ist Feuerelement und Suiton ist Wasserelement, was sicherlich so ein paar Naruto-Fans wissen. Oder sowas wie, das ist nur eine Illusion. Nein, es ist nicht, das ist tot. Hast du so etwas in der Art? Deine Vorstellungen sind viel zu sehr von Anime und Manga beeinflusst, wie ich sehe. Aber ja, ich kann Techniken wie sowas benutzen. In meinem Fall benutze ich Schriftrollen, um Feuer oder Wind für Angriffe zu benutzen. Hey, also wenn ich diese Rolle benutze, kann ich auch Crazy Magie benutzen? Du musst diese Techniken natürlich schon erstmal lernen. Aber ich denke, du könntest es vielleicht sogar schaffen. Katon ist ein wenig gefährlich, also lasse ich dich Futon benutzen, also Windelement. Wind, richtig? Danke. Okay, was mache ich jetzt? Lege dir die Schriftrolle auf die Lippen und flüster eine Beschwörung, während du dir den Wind vorstellst. Je stärker das Bild in deinem Kopf ist, desto stärker wird die Technik. Okay, ich gebe mein Bestes. Unglaublich, das ist dein erster Versuch. Du scheinst etwas wie ein natürliches Talent zu haben. Aber wer auch sonst als eine CPU, hä? Huh? Okay, wer? Nappy, stop, enough! Einen Moment bitte. Das muss ich mir etwas genauer ansehen. Yep, definitely. Es ist definitiv eine dieser schneidenden Windtechniken. Nappy, hör auf, das ist genug. Heilige Macaroni. Mavi, das Ganze ist gerade ziemlich crazy für dich geworden. Der Wind reißt deine Kleidung und deine Klamotten auseinander. Hä? Aber selbst wenn ihre Klamotten in Stücke gerissen würden, ihr Körper ist völlig in Ordnung? Was das Wichtige ist, hör auf mit dem Wind! Boah, ich glaube, ich habe es verstanden.
Ja, das ist es. Genau, seit Jahrhunderten ist es Fakt, wenn Ninjas ihre Kleidung ablegen, erhöhen sich ihre Defensivwerte. Das ist eine ziemlich harte Anlehnung irgendwie an Senran Kagura. Aber um ihre Defense-Werte noch weiter in die Höhe zu treiben, wie in den alten Filmen, müssen sie etwas ziemlich Dreckiges tun im Vornherein. Ich bin nicht so ein blaues Ninja-Girlie, hör endlich auf mit dem Wind! Oh, richtig. Du gehörst zu den Ninjas, die mehr Schaden erleiden, wenn ihre Sachen zerrissen werden, hä? Tut mir leid, Marvi. Also, wie höre ich auf mit dem Wind? Du kannst nicht aufhören? Nein. Was? Bitte, jemand, Nein. Stopp diese Winde, so. Oh, schade, aber haben wir das im Museum? Nur zu Komplettierungszwecken natürlich. Eine Sache will ich mal überprüfen. Can I do this again? I can. Awesome. I will have a little bit fun with it later. Ah, hier sind die Bilder für die anderen Beschwörungen. Okay. Awesome. This is exactly what I wanted. I will have fun with it later. Ah, diesmal gibt es aber echt viele Sachen. So, Information, Neptune. Hä? Meine Ohren sind irgendwie schleimig? Was? Hm? Geht es dir gut? Säuberst du deine Ohren wie auch wie ein gutes Mädchen? Also um ehrlich zu sein, glaube ich, dass ich das nicht getan habe, seit ich hier angekommen bin, weil Nep Junior das normalerweise für mich erledigt. Das ist nicht gut. Nur eklige Mädchen kümmern sich nicht um ihre Ohren. Ich weiß, ich werde sie für dich säubern. Hä? Das wirst du für mich tun? Jupp, komm schon, leg dich auf meinen Schoß mit einem Ohr in meine Richtung. Wow. Das war gerade eine merkwürdige Animation. Hab nichts dagegen, wenn du das machst. Also das hier ist Plutis Schoß, hä? Es ist weich. Aber flexibel und widerständig. Ich habe mein Ohrstäbchen bereit. Hier komme ich, beweg dich nicht. Okay, mein Körper ist bereit. Tickle, tickle, scrap. Jautsch, Pluti! Sei etwas sanfter mit meinem Ohrläppchen. Ups, tut mir leid. Wo tut's denn weh? Hier? Pig Scrap Grind. Ah, es ist Schmerz. Du schabst über mein Gehirn. Tut mir leid. Aber deine Reaktion ist so süß, dass ich nicht anders kann. Du kannst nicht anders, hä? Pluti, fühlst du dich gerade irgendwie sadistisch? Kann das sein? Wenn du das tust, dann habe ich gerade einen ziemlichen Nachteil in dieser prekären Situation. Oh, da gibt es aber einen ziemlich großen Haufen in deinem Kopf. Hey, kann ich mein Ohrstäbchen den ganzen Weg durch dein Ohr hindurch drücken? Nein, das ist nicht nötig. Ich kann meine Ohren, glaube ich, von jetzt auch noch alleine säubern. Vielen Dank. Wir sind schon fertig? Ah, das ist ja langweilig. Ich kann's verstehen. Also hier werde ich lernen, wie ich arbeiten soll. Also hier werde ich von Noah lernen, wie ich arbeiten soll. This must be a different place. Noah schon. Das muss ein anderer Ort sein. Noah würde es nicht kümmern. Warte, du glaubst, das ist normal? Komm später in den Angestelltenraum. What? What? I don't understand. Und wo ist jetzt?
Wir haben La Station jetzt bei den Shares, aber... Ich meine, gut, Louis sehen wir ja auch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück und gucken bezüglich der Nap Station.